Diesmal stelle ich den Max Kosatz vor. Der Max Kosatz hat an der... An welcher Kunstuni hast du studiert? An der Angewandten. Vienna University of Applied Arts. Das Applied hat mir da gefällt. Hat an der Angewandten Visual Media studiert und habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, eine neue Information, und hat Mitte der 90er Jahre in New York The Thing aufgebaut, eine heute würde man sagen, Social Media Community. Damals hat man das noch nicht gesagt. Und Internetprovider für Künstler. Seit er wieder in Österreich ist, ist er in verschiedensten beruflichen Positionen im IT-Bereich tätig und hat unter anderem auch für RespektNet für meine Abgeordneten seine Programmierkenntnisse zur Verfügung gestellt. Und er wird uns heute was erzählen über ein Projekt, das er eben auch schon vor der Wahl gestartet hat, wo er aus unter anderem, also was anderes ja glaube ich auch noch, unter anderem aus Foren, der größten österreichischen Zeitungsforen, die Beiträge gescrapt hat und aus diesen dann Auswertungen gemacht hat. Wer diskutiert denn da, wie viele diskutieren da, wie weit sind diese Diskussionsbeiträge relevant? Und da bin ich auch schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Fangen wir mal an. Helene hat es eh schon gesagt, aber nur kurz noch zu mir. Das bin ich mit 10 Jahren mit meinem ersten Computer. 1981 war es oder so. ZX81, 1 KB RAM, ja. Hat 30 Minuten gedauert, das auf Kassette zu speichern. Ja, ja, also ich mache verschiedene Firmen. Ich habe auch schon mal eine Firma gehabt für Markt- und Meinungsbeobachtung jahrelang. Ich bin in Startups drinnen, sehr viele. Ich bin jetzt wieder in einem Startup drinnen, das macht Livestreaming für Computergamer, was ganz was anderes, sowas wie Twitch im Endeffekt. Okay, wo es da jetzt darum geht, ist um Kommentare, und ich sammle gern Grafiken und Bilder, die skurril sind, ja, so wie das zum Beispiel. Das war der Norbert Hofer, der getwittert hat, dass irgendein toller Schein, und die Antwort drunter war, bitte nicht alkoholisiert twittern. Ja. Also ich habe den Vortrag jetzt in zwei Teile aufgeteilt. Der eine Teil ist Kommentare bei Online-Medien und der zweite Teil geht um Online-Votings. Kommentare, ja, was sind Kommentare? Es war auch so gedruckt im Standard. Ja. ja, wer von Ihnen hier im Raum liest Kommentare auf der Standard, Orf, Krone, was weiß ich, heute, wo auch immer, Presse, ja? Also wer schreibt Kommentare? Okay, doch ein paar, ja. Ja, also mir ging es darum, mal auszuwerten, was auf diesen Zeitungen geschrieben wird, und ich habe mir dazu die drei größten ausgesucht, also Standard, Presse, Krone, weil dort wird auch am meisten geschrieben, also alle anderen, Österreich, heute und so weiter, da passiert fast gar nichts, keine Zeitung, ganz, ganz wenig. Deswegen mit Abstand die größten, wird man nachher in den Zahlen sehen. Und es sind auch mit Abstand, es sind auch die größten von der ÖWA-Reichweite. Also die ÖWA, kennt ihr ja die ÖWA, die misst in Österreich, was die Reichweite von Online-Medien ist. Und der Star zum Beispiel hat 5,7 Millionen Unique Clients im Oktober gehabt. Das klingt jetzt nach sehr viel, vor allem wenn man weiß, dass Facebook offiziell sagt, dass sie 4,1 Millionen User in Österreich haben. Nun muss man beim Standard, bei der ÖWA-Studie immer berücksichtigen, da wäre ich zum Beispiel als User dreimal gezählt, weil ich am Mobile gezählt oder am Handy, meinem Desktop und am Laptop. Ja. Und was Facebook da zeigt, sind wirklich Unique User, die sich eingeloggt haben. Also deswegen ist Facebook schon noch viel größer im Endeffekt in Österreich. Gut. Ja. Gut, was habe ich jetzt gemacht? Alle diese Zeitungen, die haben einen RSS-Feed, das ist ein maschinenlesbarer Feed, wo von allen Ressorts und auch von der Startseite immer die aktuellen Artikel drinnen sind. Ja. Den habe ich regelmäßig ausgelesen, und die Kommentare, die drunter passiert sind, zu welchem Thema auch immer, gespeichert und ausgewertet. Kommen wir zuerst zum Zeitraum. Das ist auch ein schönes Ding, wo jemand gefragt wird, welchen Beruf wirst du in 30 Jahren haben, und er schreibt den YouTuber. Also ich habe einen Zeitraum von 3 Monaten ausgewertet, vom 18.06. bis 24.09. Ich habe viel mehr Daten darüber auch, aber ich fand diese 3 Monate ganz schön, weil es war noch nicht der Endwahlkampf, wo Silberstein und so weiter war, weil das hat alles verfälscht im Endeffekt, weil da ging es irgendwie groß her, sondern es war gerade so eine Phase, wo Wahlkampf schon war, wo die Pilzgeschichte passiert ist und so weiter, aber trotzdem, es gab auch andere Sachen und so weiter. Es waren 3 Monate, 14 Wochen oder 98 Tagen. Was ist in diesen 3 Monaten passiert? Das finde ich auch sehr schön immer. Warum gibt es keinen Star Trek, keine Grünen, keine Windräder? Weil es in der Zukunft spielt, mein Sohn. Ja.
Also in diesen 3 Monaten sind auf diesen 3 Zeitungen 1,18 Millionen Postings gemacht worden, also User-Kommentare. Das sind 12.000 Postings pro Tag, 504 pro Stunde oder 8,4 pro Minute. Es klingt noch viel, ist aber eigentlich gar nicht so viel, weil auf Facebook passiert da natürlich viel mehr im gleichen Zeitraum. Ja. Also es zeigt schon da, dass das klingt zwar noch viel, aber das wird man gleich sehen in der Aufteilung, dass es da natürlich ein Medium gibt, das ganz klar ist dominiert. Aufteilung kommt erst nächstes das Foto. Wer kann sich noch an dieses Foto erinnern? Ja. Internetinitiative 2008 mit dem USB-Stick. Ja. Wenn man sich die Aufteilung dieser Postings anschaut, ist ganz klar, dass der Standard ganz klar das ruht. Ja. Also 81% aller Kommentare in Österreich bei Tageszeitungen sind beim Standard, Punkt, aus, Ende. Ja. Es ist irre, wie stark das heraustritt. Und die Krone kommt dann als zweites danach und die Presse ist dann die dritte. Und alle anderen Zeitungen sind weit drunter noch. Ja. Es ist wirklich vernachlässigbar. Also es ist wirklich beeindruckend, wie stark der Standard das dominiert. Wie schaut es im zeitlichen Verlauf aus? Ja? Also, ich weiß nicht, wer diese Aktion gemacht hat, ich fand es super damals. Ja? Über diese 3 Monate ist das Postingaufkommen, sieht man so in Wellen. Die Wellen sind einerseits durch die Wochenenden, ja, weil am Wochenende großteils weniger gepostet wird, weil die meisten Leute anscheinend vom Job aus posten. Ja? Ist so, ja. Ja. Und dann gibt es ein paar Spitzen. Es gibt da eine Spitze, da unten in der Kronenzeitung. Der eine Höcker da, das war, wo der Kern im Sommergespräch war und da war gleichzeitig diese Poller-Diskussion vom Bundeskanzleramt, ja, und die Kündigung dieses EU-Bauers beim ORF, der den Villacher Fasching da, das hat sich so da kumuliert drinnen, ja. Sonst ist es eigentlich ein ruhiger Fluss, der dahin fließt, man sieht, dass das Volumen schön langsam ansteigt auch, okay, es ist ein bisschen mehr geworden, aber es ist eigentlich nicht wirklich so viel Unterschied, es geht auf und ab ein bisschen, ja. Und man sieht halt, wie stark der Standard ist, dominiert im Endeffekt. Ja, ohne Standard ist es da unten irgendwo. Ja. Ja. So, dann haben wir natürlich angeschaut, wer diese Poster sind. Ja, und das finde ich auch ein sehr schönes Best-Standard-Posting ever. Ich lasse mir in Wien von keiner Studie der Welt schönreden, sicher nicht. Ja. Das passt jetzt, weil Wien ist ja einer der unbeliebtesten Städte für die Expats und so. Ja. Und da wird es jetzt immer interessant, nämlich, dass es eigentlich relativ wenig Leute sind, die auf diesen Foren posten. Ja. Weil es sind in allen 3 insgesamt nur knapp 33.000 Leute. Ja. Also es ist extrem kleine Menge im Endeffekt. Ja. Am Standard 23.000, auf der Presse nur 4.000 Leute. Also in 3 Monaten haben nur 4.000 Leute einen Kommentar auf der Presse geschrieben. Ja. Das ist extrem wenig im Endeffekt. Ja. Das ist ein bisschen schwierig, ich habe es versucht, aber es gibt ein paar, aber nicht wirklich viele. Ja. Deswegen sieht man, wenn man die Zahlen zusammenrechnet, sind diese Zahlen weniger als die 33.000. Ja. Das sind die Duplikate, die drinnen sind, die über mehrere Seiten sind. Das habe ich mir jetzt nicht genauer angeschaut. Ja. Das könnte man schauen, aber es ist so wenig im Endeffekt. Und das zeigen auch die nächsten Zahlen. Wenn man sich anschaut, wer die Top-Poster am Standard sind, das sind die 3 Top-Poster in dem Zeitraum. Ich meine, die machen 24 Postings am Tag, ja. Der Typ. Ja. Ja, und das Interessante ist, nur 2.255 Leute machen 66% aller Postings. Ja. Es ist total wenig im Endeffekt. Ja. Es ist eine ganz kleine Menge an Leuten eigentlich nur. Ja. Und das ist beim Standard nur am höchsten im Endeffekt. Ja. Bei allen anderen Zeitungen, ich meine, die Presse, 411 Leute rulen die Presse im Endeffekt. Ja. Ja. Es ist so, ja. 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 Zwischendurch was fand ich interessant, ich habe meine Erachtung, nicht sicher, wer was postet, sondern wer lässt es. Das ist die andere, da komme ich noch dazu. Mir ging es jetzt nochmal die Poster aufzuarbeiten. Ja. Und bei der Krone sind es halt dann, also man sieht auch bei der Presse, dass diese Top-Leute auch weniger pro Tag posten, was wieder bei der Krone höher ist. Das sind halt 720 Leute, die 66% machen. Und ja. Was auch interessant ist, ist die Average Posting Länge, weil die ist überall unter, also man könnte vom Prinzip alle Kommentare in Tweets abbilden, ja. Jetzt mit 280 Zeichen, weil es das Durchschnittslänge 209 Zeichen ist, ja. Also es ist wirklich sehr kurz, ja. Dann, das nächste war, was sind die Top-Artikel gewesen? Auch ein schönes Foto, ich meine. Ein möglicher zukünftiger Minister mit der Chefin der Jungfrau in Niederösterreich, ja. Und Senioren, ja. Und einem der Top-Journalisten Österreichs, ja. Und dahinter einer der Alfons Heider noch, ja. Das war die drei Top-Artikel am Start mit den meisten Postings. Und das sieht man sehr, das ist total interessant, weil kommt bei allen Zeitungen kommt in den Top-Postings immer der ORF vor, weil es eben diese Sommergespräche waren, ja. Und man sieht auch, beim Standard ist es wirklich, da geht es immer um politische Themen großteils, ja, also das Gesichtsverhütungsgesetz,
Islamstudie war ein großes Thema im Standard, ja. Die grünen Artikel im Standard über den Pilz zum Beispiel haben auch immer 2.000 bis 3.000 Postings gehabt, da waren nicht in diesen Top 10 drinnen. Ja. Ja, die haben immer so 2.000 bis 3.000 Postings. Das war wirklich mit Abstand die größten Postings. Sieht man 7.000 Postings wegen der Tarek Reitner Geschichte. Auf der Presse, aber da ist es viel weniger. Da das Top-Ding hat 800 Postings oder so, ja, und die anderen 400. Ja. Also linksrum ist das Top-Ding, das ist auch wieder das Sommergespräch, die Tarek Reitner Geschichte. Kurz muss ich kurz halten und das Ehepaar getötet Hasser, das weiß ich nicht, ob das politisch ist oder nicht, wo man es einordnen soll. Es ist halt irgendwie schwierig zu sagen. Ja. Auf der Krone, ja, kurz wie gemacht über den Bundeskanzler, Baustopp für den, und das ist eben diese Poller-Sache und SPÖ in Opposition. Das waren so die Top-Postings. Und das hat 700 Postings gehabt und die anderen 500 oder so. Ja. Interessant ist auch, welche Links die Leute posten, also auf welche anderen Seiten sie linken. Dann nur wieder auch ein Screenshot. Es gibt irgendeine Firma, die bewirbt so ihr Produkt mit Norbert Hofer als Millionär. Ja. Ja. Also Linksposting, auf der Grundzeitung kann man nicht wirklich links posten, aber auf den anderen Zeitungen, das sieht man, man sieht auch, was für eine Macht der Standard mit diesen Links hat, jetzt SEO-mäßig. Ja. Weil der Standard gibt der Presse 1300 Links in 3 Monaten. Ja. Ja. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Ja. Und also man sieht auch, dass der Erklärbär mit Wikipedia überall sehr stark ist. Ja. Das stimmt schon, ja. Aber trotzdem ist es sind Links, wo ihr halt draufklicken und sich den Artikel dann anschauen, wenn sie es lesen. Ja. Das ist immer die Frage. Aber man sieht schon, dass sie da am Start mehr tut als auf der Presse. Und ja, ich würde es eigentlich wundern, dass so wenig sind. Ich dachte, dass da viel mehr verlinkt wird. Gut, was ich dann gemacht habe, diese ganzen Texte analysiert haben und so Word-Clouds daraus gemacht, kennen Sie wahrscheinlich eh auch, das ist halt die Wörter gezählt, die in diesen Texten vorkommen, auch ein schönes Wahlplakat der ÖVP für Wien, und wo der Mann der Frau zeigt, wo sie unterschreiben, also wo sie das Kreuzchen machen muss. Ja. Und hab diese ganzen, also die ganzen Wörter gezählt und dann die Top-Wörter, die Top 100 Wörter rausgesucht und daraus die visualisiert. Und das Interessante ist, es schaut eigentlich in allen drei Zeitungen ziemlich ähnlich aus, ja. Weil das ist am Standard, also das Top-Wort ist kurz, ja. Also, und das ist wirklich bei fast allen, ist der kurz meistgenannte Person im Endeffekt, ja. Und am Standard sieht man, dass da kommt einfach, Österreich kommt natürlich auch überall vor, am Standard am wenigsten, ja. Das sieht man auch noch da in dem Fall, Wahl, einfach, Pilz, klar, Standard, ja, Grüne und so weiter. Das ist noch die ausgewogenste Cloud. Ja. Also ich habe auch versucht, den Wortschatz, also ich habe auch gezählt, wie viele Wörter insgesamt unterschiedliche verwendet worden sind am Standard, für über 500.000 unterschiedliche Wörter, auch mit allen Fehlschreibweisen, ich habe es jetzt nicht gestemmt und so weiter, weil das müsste man dann auch machen. Auf der Zeitraum circa 3 Monate. Das sind diese 3 Monate, das ist alles immer so 3 Monate. Ja. Das wäre erst jetzt, ja. Würde das da aufscheinen? Das würde da auch aufscheinen, da. Ja. Aber jetzt, das war später erst, ja. Bei der Presse, auch wieder kurz ganz vorne, da ist erstaunlich, die SPÖ relativ groß und Österreich auch wieder und die Grünen eigentlich auch, da kommt der Pilz nur ganz wenig drinnen vor. Aber man sieht schon, es ist bei allen fast gleich im Endeffekt. Also die Themen waren überall gleich. Das heißt, Strache wieder lesen. Genau, das ist der interessante Punkt, dass der Strache bei allen dreien nicht in die Top 100 Wörter drinnen ist. Ja? Mhm. Ja. Und auch die FPÖ, die FPÖ ist schon da, aber nicht so präsent, auch nicht einmal auf der Kronenzeitung. Ja? Und das fand ich total interessant im Endeffekt, ja? weil das eigentlich, dachte ich mir, dass dort, das ist Strache-Gebiet im Endeffekt, ja? In dem Fall gewesen. Ja? Und er kommt nicht vor, aber das hat Kurz ganz einfach so geschafft zu dominieren im Endeffekt, ja. Dass er gar nicht vorkommen ist drinnen. Ja. Ja, das bringt mich jetzt auch schon zum Fazit zu der Sache. Ja. Ich weiß nicht, von wo das Plakat ist, aber ich finde es super. Das muss irgendein Thema gewesen sein. Ja. Also, um den Einfluss und auch um das, ob diese Leute lesen. Das Interessante an dem Ding ist, es sind eben extrem wenig Poster, die diese Postings machen. Ja. Sie haben eine sehr kurze Reichweite, weil es habe ich gesehen, wenn die aus der Titelseite vom Standard oder von der Presse, auf der Startseite weg sind, schreibt dann niemand mehr dazu, Punkt. Ja. Die sind maximal einen Tag da drauf, ja, dann ist das weg im Endeffekt. Ja. Das macht eine relativ geringe Reichweite. Also auf der Grundzeitung werden so Artikeln
100, also die Top-Artikel, es gibt auf der Kronenzeitung, die ist rechts, diese, da gibt es immer so Statistiken, werden 100, 120.000 Mal gelesen. Ja. Das heißt, auch wieder, wenn du es durch drei teilst, mobil und so weiter, kommst du auf 100.000 Leute oder so maximal. Und selbst die lesen nur die ersten zwei, drei Seiten von den Kommentaren drunter. Also wenn sich da viel tut, sind die Kommentare so schnell weg im Endeffekt, dass sie eine relativ geringe Reichweite haben. Und sie sind relativ leicht beeinflussbar, weil es so wenig Leute sind. Also wenn ich mir jetzt 200 Leute nehme, kann ich die Presse dominieren im Endeffekt, wenn ich will. Ja. Aber es bringt nicht sehr viel im Endeffekt. Ja. Und was sie meistens sind, ist eine Bestätigung der eigenen Meinung. Das siehst du auch in den Kommentaren selber, wenn du sie analysierst. Die Leute geben dem Recht. Gerade auf der Krone ist es so, da kann ich so einen Daumen ab, Daumen down machen und so weiter. Da haben wir die bestimmten Postings, die gegen die Flüchtlinge sind und so weiter, die 1000 Daumen ab oder 500, was auch immer, Daumen ab. Und eine richtige Diskussion, dass wirklich jemand richtig dagegen ist, passiert nur sehr selten im Endeffekt. Da wird es meistens nur Recht geben und eine Bestätigung der eigenen Meinung. Und was man bei dem Ganzen auch nicht vergessen darf, ist, dass all diese Foren natürlich vormoderiert sind. Ja? Also die lassen ja noch nicht alles zu. Auf der Krone ist es so, dass sie teilweise zwischen 22 Uhr und 8 Uhr früh keine Postings zulassen. Ja? Da kann ich nicht posten, ja? In den Foren. Ja? Und so weiter. Das ist, deswegen bin ich der Meinung, dass die haben, also dass der Einfluss von den ganzen Postings relativ gering ist. Ja? Ja? Sie sind interessant zum Lesen, jeder liest sie gerne, es ist irgendwie so wie ein Sozialporno teilweise, ja. Naja, ist es ja so gerade, also ich liebe es gerade, das Kommentare zu lesen, weil ich es einfach lustig finde, ja. Ja. Die Rechtschreibfehler und so weiter, also es ist wirklich lustig, ja. Ja. Und es ist so wichtig, ich glaube, es ist für die Zeitungen wichtig, dass es sie gibt, damit die Leute die Texte lesen und das Engagement auf diesen Seiten groß ist, ja. Aber ob sie Beeinflussung haben, bin ich eher skeptisch. Ja. Da finde ich, dass das, was ich jetzt im zweiten Teil zeige, weil das mehr Beeinflussung hat, ja, das sind Online-Votings auf Tageszeitungen. Ja. Das ist auch super Bild, Vice President, Critical Space Flight Hardware, do not touch. Ja. 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 Und Online-Votings sind zum Beispiel sowas wie das, aber um die meine ich jetzt nicht, das fand ich total schön. Die Grünen in Österreich haben ein Voting gemacht, wo sie gedacht haben, das geht natürlich mit Nein aus, ja. Das seid ihr für einen 12-Stunden-Tag und das haben natürlich 61% Ja gesagt, her damit. Ja. Ja. Aber diese Votings meine ich jetzt nicht, ich meine die Votings auf diesen Plattformen. Das ist halt, was weiß ich, Österreich, das ist glaube ich die Presse, Heute, Kurier und die Kronenzeitung vor allem. Ja. Und vor allem, weil die Kronenzeitung die größte ist, die solche Votings macht, die ist jeden Tag ein Voting, hat ganz stark platziert auf der Frontpage. Und was die auch macht, die tun es am nächsten Tag das Ergebnis auch in der Zeitung drucken. Ja. Ja. Und Politiker tun das Ergebnis auch scheren, wie in dem Fall der Strache von der Bundespräsidentschaftswahl und so weiter. Ja. Also die haben, da denke ich schon, dass die Beeinflussung gemacht haben. Und da ist das große Problem, sind diese Sachen nachvollziehbar? Ja. 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 Das war der damalige Lugners Bundespräsidentschaftswahlkampf. Ja. Und das Problem ist, dass diese Online-Votings nicht nachvollziehbar sind. Ja? Weil Mehrfach-Votings, also zum Beispiel auf der Krone kann jeder voten. Du musst dich nicht einloggen, gar nichts. Ja? Es ist massiv möglich. Es gibt keine Länderbeschränkung. Es kann von jedem, jeder kann voten dort. Es gibt keine IP-Beschränkungen. Also jeder kann 100.000 Mal voten. Es gibt meistens eben ohne Login. Und es ist eine Blackbox des Anbieters. Wenn der im Hintergrund dreht und die Zahl anders haben will, ist sie anders. Fertig. Ja? Und das wird in der Zeitung gedruckt. Ja? Deswegen ist das Ganze Magic, ja? Was da passiert im Endeffekt. Ja. Ja. Und ist damit auch Fake News. Ja. Ja. Das war im Wahlkampf 2013, die Grünen haben einmal versucht, ein Jugendmagazin rauszubringen. Das war das erste und einzige Ausgabe von ihnen. Ja. Und das Lustige ist, ich meine, der Julian Schmidt ist weg, die Klawischnik ist weg und der Alaba ist kein Superstar mehr. Ja. Ja. Also, und es war extrem peinlich damals, sie haben sie sofort eingestampft nachher. Ja. Und deswegen habe ich dann Folgendes gemacht. Ich habe dann diese 40 Zeilen Code geschrieben. Und habe damit sozusagen versucht, Spaß zu haben. Ja. Also ab geht die Party und die Party geht ab. Ja. Und habe mit diesen 40 Zeilen das Online-Voting auf der Krone beeinflusst. Ja. Also einfach 10.000 Klicks drauf gemacht, ja, um die zu drehen. Ja. Und es geht relativ simpel. Das hat so angefangen. Also rechnen Sie mit einem großen Umbruch. Ja, 63%. Nach 3 Stunden war es bei 52%. Und am Schluss habe ich es auf 52% Nein gedreht gehabt. Ja. Und die Kronenzeitung hat am nächsten Tag das gedruckt in der Zeitung. Ja. Ja. Also deswegen sage ich, Online-Votings nie trauen. Anderes Beispiel. Ja. Sollen die Wiener Grünen die SPÖ die Koalition mit den Grünen beenden? Ja. Habe ich von das auf das geändert. Ja. Ja. Ja.
Und das Orge ist, weil ich da jetzt sehr stark, da mache ich 10.000, 20.000 Votes drauf. Ja? Und die Kronenzeitung merkt, da tut sich sehr viel und schreibt dann noch extra einen Artikel über das. Ja? Dass das so eine große Nachfrage erweckt hat und dass die Leser daran so interessiert waren. Ja? Nur, ja. Nein, ich habe sie über Tor gemacht und habe alle 5 Minuten die IP-Adresse geändert. Sie merken es nicht, ja. Es ist einer wurscht. Es ist einer wurscht im Endeffekt. Das war, dass dahinter nicht die Blackbox sitzt, dass jemand das manipuliert. Naja, es war zum Beispiel so, bei dem da habe ich einmal eine Nacht lang das gestoppt, über Nacht habe ich es gestoppt und am nächsten Tag hat irgendjemand anderer 20.000 Wurst gemacht, von Mitternacht bis um 6 Uhr. Also ich war nicht der Einzige, der es gemacht hat. Ja? Ja. Ja, gut. Das bringt mich zu einem Fazit. Ich liebe dieses Foto, weil Hillary Clinton im Wahlkampf und nicht die Leute fotografieren nicht sie, sondern machen Selfies mit ihr. Ja. 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 Also traue keinem Online-Voting, nicht überprüfbar, nicht fälschungssicher, manipulierbar, keine überprüfbaren Aussagen. Ja? Und das muss ganz einfach jedem klar sein. Und das muss man, entweder man könnte versuchen, Standards einzuführen dafür, weil du müsstest zum Beispiel beschränken, dass nur österreichische IP-Adressen voten dürfen, ja? Dass du eingeloggt sein musst. Ich meine, die Kronenzeit, der Standard macht es noch am besten, weil da musst du eingeloggt sein, bei der Presse auch, aber auch das lässt sich leicht fälschen im Endeffekt. Ja? Der Kurier verwendet ein externes Tool, das kannst du total leicht umgehen. Ja? Heute Österreich sowieso, also es ist völlig cool. Das Ergebnis kann man kübeln. Ja? Und die Politiker verwenden diese Ergebnisse und so sagen, ja, die Meinung der Bevölkerung ist das. Und das ist ein Blödsinn. Ja? Ja? Das ist genauso wie der Tweet ist aus dem Jahr 2013 oder 12 irgendwo. Und ich meine, der ist super, ja, finde ich. Ja? Wenn man sich jetzt durchlädt, oh mein Gott, I just be. Ja. Ja. Und ich habe das ernst gemeint. Ja? Deswegen ist die Frage, wem kann man jetzt noch vertrauen im Endeffekt? Ja? Und ich hab jetzt noch drei Seiten, also drei Beispiele von Seiten von Leuten, also denen meiner Meinung nach, die man vertrauen kann. Gerade zum Beispiel, wenn es um Umfragen geht, ist es eine Neuwahl.com, ja, vom Dieter Ziernig, der sehr stark zum Beispiel die ganzen Umfragen während der Wahl ausgewertet hat, also die OGM und so weiter. Und der hat sogar mit dem Interessensverband der Meinungsforscher einen Kodex entwickelt, an dem man sich halten sollte, damit eine Umfrage richtig ist. Ja? Und da kommt zum Beispiel drinnen vor, dass eine Online-Umfrage alleine nicht gültig ist. Ja? Das Profil zum Beispiel macht nur Online-Umfragen mit der Tochter, mit der Firma, die sie beauftragen. Das ist ein Blödsinn im Endeffekt. Ja? Ja. Mit einem halb so großen Sample wie sonst was. Ja? Die andere Seite ist natürlich meine Abgeordneten.at. Ja? Wenn man etwas wissen möchte über Politiker in Österreich, die im Nationalrat sitzen und so weiter, wenn man wissen möchte, welche Firmen sie im Hintergrund betreiben, wo in welchen Vereinen sie sitzen und so weiter, das ist ihre Seite, wo sie jetzt nachschauen können. Ja. Und dann gibt es eine ganz neue Seite, seit ein paar Tagen, das Politometer von Addendum. Man kann zu Addendum stimmen, wie man möchte, oder egal, also diese Red Bull doch, also von Red Bull finanzierte Sache. Aber das ist ein gutes Projekt, weil was die machen ist, wenn im Nationalrat Abstimmungen passieren, wo die Leute doch aufstehen, abstimmen, wird das nie mitgezählt, wer da jetzt aufgestanden ist. Und was die machen ist, die machen ein Foto von dieser Abstimmung und zählen dann wirklich nach, wer hat jetzt dafür gestimmt. Ja. Und wer war überhaupt da? Wer war am Klo, so wie die klassische Fischer-Sache. Ja, das war es auch schon von meiner Seite. Da habe ich noch ein schönes Schmankerl für die Lena. Ja.